Auch heute berichten wir wieder live aus Köln und betrachten die IDS aus der Perspektive der Dental- und Praxislabore. Es geht um Desktop-Scanner, 3D-Drucker und um Fräsmaschinen. Unser Gast heute, Marc Fütterer. Hallo, Herr Fütterer. Hallo. Er ist Zahntechnikmeister und CAD/CAM-Spezialist bei Henry Schein und wird uns einen ganz besonderen Einblick in diese Bereiche geben können. Warum ist denn die Digitalisierung im Dentallabor wichtiger denn je? Das haben wir gestern gehört. Die Intraoralscanner sind immer weiter verbreitet in den Praxen. Das heißt, die Daten, die der Zahntechniker erhält, die sind auch digital. Also er kriegt keine Abdrücke mehr im konventionellen, sondern er muss gucken, wie kann er dann die digitalen Abdrücke, die der Zahnarzt gemacht hat, verarbeiten. Und dazu braucht er Software und muss die in irgendeiner Form weiterverarbeiten. Hinzu kommt, dass Materialien, die der Zahnarzt oder der Patient möchte, auch mehr Richtung digital gehen. Das heißt Zirkonoxid zum Beispiel oder Glaskeramik, die gefräst wird, alles digital. Fräsen, Schleifen ist ganz wichtig im Labor, kann er nur machen, wenn er CAD/CAM hat. Und dann der letzte Punkt, den ich so sehe, ist, wir haben immer auch mehr einen demografischen Wandel, einen Fachkräftemangel in den Laboren. Um das auszugleichen und die Effizienz im Labor hochzuhalten, ist es natürlich gut, man hat eine Möglichkeit, durch die Digitalisierung hier noch ein bisschen mehr Effizienz reinzubringen und dieses Thema auszugleichen. Ja, und diese Neuheiten schauen wir uns jetzt mal an. Los geht's am Stand von FreeShape. Hier bei FreeShape ist alles digital. Was aber, wenn die Praxis keine digitale Abformung hat? Dann kommt er hier zum Einsatz. Was sind denn die Besonderheiten des F8? Der F8 ist der Nachfolger des D2000. Er hat zwei Scan-Plattformen. Und er kann den kompletten Artikulator in einem scannen, ohne dass der gekippt wird. Das heißt, es wird einfach effizienter, schneller und ist ein tolles Gerät. Ja, und wir schauen uns jetzt einen weiteren neuen Scanner an, am Stand von IvoClar. Ein weiterer neuer Desktop-Scanner aus der IvoClar-Welt ist der PS7. Wo liegen denn die Vorteile des Geräts? Naja, der Procras Scan 7 ist absolut der Rennwagen unter den Desktop-Scannern. Er scannt ein Modell in 5 Sekunden, hat zwei Scan-Plattformen und wenn die Modelle lagerichtig artikuliert sind, dann brauche ich nicht mal mehr den Artikulator scannen. Von dem her bin ich extrem schnell und extrem effizient in meiner Arbeit. Schöne Sache. Ich bin jetzt gespannt, was es in der Fertigung Neues gibt. Dann gehen wir doch zu VHF. Ja, das machen wir. So, und da sind wir auch schon bei VHF. Ganz neu hier die Fräsmaschinen E5, E4 und E3. Wo liegen denn hier die Unterschiede? Die Gemeinsamkeit, müsste man fragen, nämlich die sind alle druckluftfrei. Das heißt, die kommen ohne Druckluftanschluss aus. Das schafft das Airtool, dass die beim Fräsen die Luft verwirbelt und das Objekt freibläst vom Frässtau. Aber die E5, eine 5-Achs-Maschine, die Ronden und Blöcke fräsen kann, trocken. Dann haben wir die E4, die macht Blöcke nass und trocken. Und die E3, die für die Aligner-Technologie zuständig ist. Hat ja VHF so viele verschiedene Maschinen. Welche ist denn für wen geeignet? Das lässt sich so im Pauschalen gar nicht beantworten. Ich glaube, jede Maschine hat ihre eigene Zielgruppe, für die sie geeignet ist. Das muss ich mit dem Gespräch mit dem Kunden herausbekommen. Welche Maschine ist für ihn geeignet? Welche Indikation will er machen? Dazu haben wir die Spezialisten. Um das eine Investition sinnvoll für den Kunden ist, muss man ihn vorher fragen und beraten und dafür sind wir da. Investition ist natürlich ein gutes Stichwort. Dieses Thema werden wir nämlich jetzt genauer beleuchten. An meiner Seite Max Müller, CAD/CAM-Experte von Henry Schein. Was ist denn die Grundvoraussetzung für eine sinnvolle Investition im Dentallabor? Sinnvoll und grundvoraussetzend ist es, dass man sich auskennt bei der Komplexität des Angebotes einfach. Wir haben viele Maschinen, wir haben viele Materialien, sehr viele Indikationen und da ist es wichtig, dass wir uns beraten lassen, damit wir einfach die besten Materialien, die besten Möglichkeiten für uns rausnehmen und keine Investitionsleichen im Keller haben. Genau dasselbe übrigens ist extrem wichtig beim Thema 3D-Druck. Wir haben Indikationsbandbreiten, die wirklich immer wachsen, das sehen wir hier auf den Messen, viele Materialien und da müssen wir einfach wissen, wo der Hase langläuft. Ja, der 3D-Druck ist ja ein großer Trend in der Dentalwelt und den schauen wir uns jetzt mal genauer an, und zwar bei Formlabs.
Ein Gewinn an Effizienz und die Automatisierung sind wichtige Vorteile für viele Labore in der CAD/CAM-Fertigung. Was bietet denn Formlabs den Laboren? Formlabs bietet jetzt eine automatisierte Druckersteuerung, robotergestützt, wie wir hier sehen. Damit ist eine 24/7-Produktion theoretisch möglich bei der ganzen Geschichte, bei D-Druck. Gibt es noch weitere Innovationen bei Formlabs? Ja, die gibt es. Dazu müssten wir mal ein, zwei Schritte weitergehen. Und zwar haben wir hier das neue Formcure, was ein schnelleres Lichthärten der Materialien und somit auch eine schnellere Endfertigung der Produkte zulässt. Und wir haben ein sogenanntes Fleet Control System. Das ist eine Online-Plattform, wo wir alle Drucker, die wir im Labor haben, direkt fernsteuern können, egal ob am Computer oder am Tablet oder am Handy. Schön. Und um Automatisierung geht es auch bei unserem nächsten Aussteller, bei Dentsply Sirona. Wir sind bei Dentsply Sirona und das ist die PrimePrint. Wo liegen denn die Besonderheiten des Druckers? Die Besonderheiten der PrimePrint ist, dass es eine End-to-End-Lösung ist. Das heißt, wir haben den Drucker, wo gedruckt wird, und wir haben, wenn Sie gerade mal mitkommen wollen, die PrimePrint PPU, das heißt die Post-Processing Unit. Diese macht alles, was vorher gedruckt wurde, sauber, sie wäscht, sie lichthärtet das Ganze, ohne dass der Kunde je mit dem Resin in Verbindung kommt. Das heißt, es ist ein sehr sauberer, durchdachter Workflow. Schöne Sache. Ja, und eine weitere Neuheit im 3D-Druck gibt es bei Scheu zu entdecken, dem schnellsten 3D-Drucker der Welt. Hier bei Scheu ist er wieder an meiner Seite, Max Müller, und nicht nur er, auch der Units, der schnellste 3D-Drucker der Welt. Es ist der schnellste dentale 3D-Drucker der Welt, den wir hier haben. Okay, aber warum ist denn Tempo so wichtig? Tempo ist deswegen wichtig, weil wir zum Beispiel damit 6 dieser Modellgrenze in unter 10 Minuten herstellen können. Das Ganze ist deswegen möglich, weil die Firma Scheu die Software und Hardware dieses Druckers angepasst hat und uns auch einen kompletten, validierten Workflow der ganzen Materialien zur Verfügung stellt. Und welchen Drucker schauen wir uns als nächstes an? Wir gehen jetzt zu SprintRay. Okay. Wir sind bei SprintRay. Was sind denn hier die Neuigkeiten? Also als allererstes müssen wir sagen, das SprintRay mit dem Pro 95 und dem Pro 55S, eine komplette Fertigungsstraße, eine große Vielfalt von Materialien, die validiert sind, abdecken kann. Wir haben viele Indikationen, aber die hauptsächliche und bahnbrechende Neuheit in den Indikationen ist, dass wir hier eine definitiv gedruckte Grundversorgung haben, die in 17 Minuten gedruckt und in 30 Minuten einsatzbereit ist. Also eine absolute Innovation. Absolute Innovation. Jetzt haben wir ja viele Neuheiten gesehen und einen Einblick bekommen, wie man bei Investitionen am besten vorgeht. Aber was genau passiert nach dem Kauf? Auch das muss ich mir vorher schon überlegen, weil ich muss mir einen Anbieter suchen, der mir auch nach dem Kauf Support bieten kann. Und ich glaube, da sind wir ganz gut aufgestellt. Wir haben Spezialisten, Servicetechniker, wir haben eine Connect Dental Hotline, die ich mich immer wenden kann, wenn ich Fragen habe, wenn ich Probleme habe. Dann glaube ich, ist man wirklich gut aufgestellt, auch nach dem Kauf einen guten Support zu kriegen. Zusätzlich haben wir einen Servicevertrag, CAD/CAM, der dann uns praktisch auch die Möglichkeit gibt, Online-Trainings anzubieten. Also da hat der Kunde überhaupt keine Probleme und kann sich immer an uns wenden. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, diesen Bereich zu betrachten, weil die Freude an der Investition soll ja nach dem Kauf auch nicht weggehen. Und genau das werden wir natürlich auch unter dem Video verlinken. Dort finden Sie auch alle weiterführenden Informationen, Links zu den Veranstaltungen von Henry Schein in den Regionen und zu allen digitalen Beratungsangeboten. Ja, und das war's von uns zum Thema CAD/CAM-Fertigung. Morgen nehmen wir die Behandlungseinheiten unter die Lupe. Und was machen wir jetzt? Na, Feierabend. Okay, tschüss.